Hallo zusammen, wir nehmen euch mit in die Südsee. Von Auckland sind wir ja nach Tahiti geflogen. Jetzt geht's weiter von Tahiti mit einem Zwischenstopp über Huaine nach Raiatea. Von Raiatea aus müssen wir die Fähre nach Bora Bora nehmen. Auf Bora Bora treffen wir Doro und Frank von der Fridolin, die uns mitnehmen zu den Cook Islands. Unser erstes Ziel ist Penrhyn oder in Maori Tongariro. Er sitzt da ganz alleine in Papete und begrüßt uns. Perfekt. So liebt man das. Uhr, der 19. April. Wir sind angekommen auf Tahiti, unser ganzes Gepäck mit uns. Wollen wir mal horchen, was die Annette sagt. Wie sind die Temperaturen? Schön warm. Der erste Schweiß ist wieder zu sehen. Was heißt warm? Weiß nicht, 28, 29 Grad. Genau, und das mitten in der Nacht. Wir haben gleich einen kleinen Bergausflug gemacht zum Belvedere. Das heißt zum Aussichtspunkt. Die Annette will sich hoffentlich nicht in die Tiefe stürzen. Nee, hatte ich nicht vor. Ein Hammerblick auf Papete unter uns. Und da hinten Morea. Da hat sich die Fahrt hier hoch gelohnt. Maohie Mutuatia Watapiria e Oe Back in Paradise gibt es heute in der Marina von Papete Thunfisch. Die erste Nacht auf Tahiti haben wir hinter uns. Wir haben hier in diesem Airbnb geschlafen, oben in den Bergen, oberhalb von Tahiti, mit einem sensationellen Blick, eine super Matratze. Richtig tolle Terrasse mit Blick auf das Ankerfeld vom Flughafen da unten und im Hintergrund Morea. Um 10 Uhr geht's weiter mit dem Flugzeug nach Raiatea.
Wir sind am Flughafen in Tahiti, haben unser Gepäck aufgegeben, mussten schon einmal an unsere Rucksäcke, die wir leider nicht mit reinnehmen konnten, weil wir vergessen hatten, die Powerbanks rauszunehmen. Und gerade hat Michael festgestellt, dass er in seiner Jacke sein Ticket und seinen Ausweis noch drin hat. So 10 Minuten, bevor es zum Check-in geht. Weiter geht's nach Raiatea mit dem Flieger. Anflug auf Huaine. Motuatia Watapiria Eoe Watifaya Tuito Pione. Pense a trita, hermano. Schon ist Raiatea in Sicht. Der Blick von unserer Unterkunft auf Raiatea. Zeige ich euch mal diese Unterkunft. Hier werden wir für eine Nacht bleiben und morgen geht's mit der Fähre nach Bora Bora. Sehr schöner Außenbereich. Küche draußen. Ein großes Bett. Ein Badezimmer. Und die Annette ist auch dabei, eine Frau. Der Blick von unserer Terrasse aufs Meer hinaus. Endlich gibt es wieder polynesische Rapfood. Ist lecker. Das wollten wir hören. Wir sind bei Jack auf Raiatea, der unser Boot gekauft hat. Das muss irgendwo da hinten liegen. Aber leider ist Jack nicht da. Wir wollten unser Gepäck abholen, aber er ist nicht hier. Wir warten auf den Maupiti Express. Das ist die Fähre, die uns nach Bora Bora bringen soll. Wir haben sage und schreibe ca. 140 Kilo Gepäck. Wir sitzen in der Fähre und in 2 Stunden nach Ablegen sind wir dann auf Bora Bora. Ein letzter Blick auf Raiatea. Nochmal ein letzter Blick auf die Limelight. Tschüss, Limelight, lass es dir gut ergehen. Fähranlegestelle in Taha. Es geht durch den Pass des Außenriffs. Bei herrlichem Sonnenschein. Dort hinten sieht man schon Bora Bora. Hey,
te i oa ai to maruna te pape atati a va ari to uti aturi i to tato atua fofa atumu. Kommt die zweite Fuhre jetzt an. Das sieht gut aus. Ja, willkommen auf der Fradolin, ne? Ja. Wollt ihr mitfahren? Na, herzlichen Dank auch. Erstes Schwimmen nach 6 Monaten. Annette, wie ist es? Super toll. Ja? Ja. Wasser ist warm? Ja. Wie viel? Okay. Sehe ich aus wie ein Thermometer? Ja. Das Thermometer. Im schönen Bora Bora auf der Fragolin. Eine Packung gekauft. Eingekauft für 10 Tage. 3 Einkaufswagen voll. Ihr seht, es gibt nur Milch bei uns. Und Kekse. Ketchup. Baguette für den Durchfall. Butter, Kaffee. Seid ihr zufrieden? Haben wir alles? Nee, die Hälfte. Die Hälfte haben wir, okay. Also die Hälfte haben wir. Die Hälfte. Sehr gut. Der Frank, der kriegt schon pralle Augen, weil der muss das jetzt alles in dieses Dingi da reinpacken. Und uns da. Dingi ist voll. Jetzt kommen noch 4 schlanke Personen da rein. Alles wird verstaut. Hier, Steuerbord 8, dann ist das Lager. Die Dosen wolltest du jetzt oder was? Ja, die Dosen. 25. April 2024. Die Maschinen sind gestartet. Wir sind ausklariert. Bye, bye. Bora Bora. Französisch, Polynesien. Gemeinsam mit Doro und Frank segeln wir jetzt die 598 Seemeilen nach Penryn zu den nördlichen Cookinseln. Es muss nur noch der Anker hoch. Da hat jeder so seinen Trick. Hier gibt es so einen Zauberstock, der die Kette ordentlich sortiert. Das ist, weil die sonst nicht so gut reinrutscht. Ja. Ja, also ich muss euch sagen, das fängt völlig entspannt an, wenn man nicht der Skipper ist und hier keine Verantwortung hat und auch noch nicht mal arbeiten muss. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier noch so weitergeht. Da kommt das gute Stück. Anker oben. Es kann losgehen. So, Annette, wie war das Ablegemanöver? 1A. Hat der Captain das souverän gemacht? Ganz souverän. Sehr gut. Ja. Warst du auch zufrieden vorne mit der Ankercrew? Natürlich. Sehr gut. Die Segel sind oben. Die Maschinen gestoppt. Wir haben 12, 13 Knoten Wind. Und hinaus geht's auf den Ozean. Wir fahren in die erste Nacht hinein.
halb sieben, schon stockdunkel draußen. Das Abendbrot wird zubereitet, Reste essen heute. Ruhiges Wetter. 10 Knoten Wind. 3,6 Knoten Fahrt. 6 Tage, 6 Stunden bis Ankunft. Der erste Morgen bricht an. Es war relativ ruhig heute Nacht. Immer so zwischen 6 und 12 Knoten Wind. Eher zu wenig. Segel haben geschlagen. Jetzt hoffen wir auf einen schönen Tag. Erstes Frühstück auf hoher See. Immer noch mit schönem frischem Brot und guter Laune. Annette ist leider ein bisschen krank, die hat sich von mir angesteckt. Aber ich bin jetzt wieder voll gesund. Hast du dich angesteckt? Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht Doro und Frank angesteckt habe. Dritte Tag auf See. Heute ist ziemlich wellig. Aber die Doro, die hat das hier alles im Griff. Jawohl. Ich habe wohl die Annette ein bisschen angesteckt. Bisschen. Jetzt kränkelt sie schon seit 2 Tagen hier auf See. Aber nach der Inhalationskur wird es ihr besser gehen. Hat uns doch noch eine Front eingeholt. Ist aber ganz schön rudern doch. Okay. Drinnen wird das schlechte Wetter abgewettert. Ich glaube, es sind so 35 Grad hier drinnen. Also genau die richtige Temperatur für die Annette. Ah. Ja, dann holt mal die Birkenzweige raus. Machen wir ein bisschen russische Sauna. Dritte Nacht in Folge, wieder nur Hässel gehabt, jede Stunde ein Squall, die ganze Zeit geregnet. Jetzt haben wir gerade das Großsegel gerefft. Ich weiß nicht, wie viele Knoten Wind wir hatten, aber es hat ganz schön gescheppert. Schön. Eine Überfahrt ist was anderes. Vierter Tag auf See. Gleiche Crew, immer noch gleich beschissenes Wetter. Aber es gibt lecker Frühstück. Seefahrromantik. Tag Nummer 5. Endlich hat es aufgehört zu regnen und es sieht so aus, als ob da hinten die Sonne gleich rauskommt. Ich glaube, wir haben noch bestimmt 50 Meilen oder so. Weniger. Oh, weniger nur noch. Aber da hinten sehe ich schon wieder 2 Squalls auf uns zukommen. Naja, die schaffen wir auch noch.
kann das schön sein. Da. Voraus Tangariva! Oder Penrhyn. Die Lagune ist im Gesicht. Ich sehe die Hula-Hula-Mädchen unter den Palmen. Hulan. Da wird ein Sonnenstich, ja? Ach, Annette, bist du froh? Annette hat jetzt fünf Tage Wache nachgegangen. Ja, also Zeitraffer. Ja, genau. Und die nächsten 5 Tage musst du auch noch machen. Wir sind kurz vor den Cookinseln, vor Penrhyn. Und Doro setzt die Quarantäneflagge. Kurz vor der Passeinfahrt, soll aber ein unkritischer Pass sein, also jederzeit passierbar. Die Karten sagen momentan 1,5 Knoten Gegenströmung. Also kein Problem für Fridolin. Vorne sieht man schon, da strömt das so ein bisschen. Ich glaube, da vorne müssen wir rein. Glasklares Wasser. Voll ziemlich schmale Durchfahrt. Wir sind drinne. Jubel, Jubel. Jetzt fahren wir gegen die Sonne und das ist natürlich sehr schlecht. Da sieht man die Bombis alle nicht mehr. Also die Korallenblöcke, die hier rausgucken. Wir haben uns angemeldet. So 15, 20 Minuten kommen dann die Offiziellen an Bord. Der Anker fällt. Wir sind da.